NFTs. Was ist ein NFT? NFT steht für Non-Fungible Token. Das Gegenteil von Non-Fungible ist Fungible. Ein Beispiel für was Fungibles. Ein 10€ Geldschein kann mit einem anderen 10€ Geldschein ausgetauscht werden, da es nicht einzigartig ist. Tauscht man den 10€ Schein mit einem 5€ Schein aus, hat es natürlich nicht den gleichen Wert. Ein Beispiel für was Non-Fungibles ist ein Fingerabdruck. Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Es wird niemals einen Fingerabdruck geben, der mit einem anderen exakt 1:1 übereinstimmt. Und dieser Einzigartigkeitsfaktor ist entscheidend. Das Beispiel, was am meisten genannt wird und was am meisten bekannt ist, sind die Bored Ape Yacht Club NFTs. Es gibt insgesamt 10.000 einzigartige JPEGs. Der billigste ist im Moment $200.000 wert. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, was es für Summen sind. Jetzt sagen viele, ich kann NFTs doch einfach screenshotten und habe es dann trotzdem im Besitz. Du hast dann zwar den Screenshot vom NFT im Besitz, kannst das NFT aber nicht weiterverkaufen, beziehungsweise es wird niemals einen Wert vom Original haben. Einige werden sagen, das kann man aber doch nicht nachvollziehen. Und hier kommt die Blockchain ins Spiel. Dazu kommen wir gleich noch. OpenSea ist der weltweit erste und größte NFT-Marketplace. Wenn wir unten scrollen, sehen wir, es gibt zum Beispiel Azuki, das ist der bekannteste. Dann haben wir unsere Bored Ape Yacht Clubs, CryptoPunks, Clone, Mutant Ape und so weiter. Wenn wir mal auf Bored Ape gehen, dann kriegen wir einige Informationen und hier schon die ersten Bilder. 10.000 Stück Exemplare, 6.000 Owner, Floor Price von 98 Ethereum. Das ist der billigste Preis, was jetzt aktuell ein NFT verkauft wird, unserer Volume Traded. Eine Ethereum ist gerade mal 2.200€ wert, nur zum Verständnis für einige. OpenSea arbeitet mit Ethereum bzw. Polygon zusammen. Ethereum ist ein Coin, der gleichzeitig auch eine Blockchain besitzt. Jeder Coin besitzt eine Blockchain. Dazu gibt es aber auch noch Unterschiede. Es gibt Coins und Tokens. Was aber da der Unterschied ist, zeige ich euch in diesem Infovideo oben. Gehen wir jetzt mal auf ein NFT und zwar diesen hier. Nummer 1249. Das hat zum Beispiel einen Wert von $260.000. Bei den Details sehen wir jetzt Blockchain Ethereum. In einer Blockchain wird jeder Transfer gespeichert und ist damit öffentlich sichtbar. Hier hat man es zum Beispiel von diesem NFT. Hier kann man die Offers und Listings sich angucken und die Price History. Und das kann man sich hier angucken bei der Item Activity. Hier kann man sehen, für was für einen Wert wer das NFT auch an wen verkauft hat und wie lange das her ist. Und wenn wir ganz unten scrollen, sehen wir 9 Monate Minted. Minted heißt, das NFT wurde erstellt bzw. ist am Markt gegangen. Und das wird dann direkt für 0,25 Ethereum weiter an HI verkauft. Der hat ein bisschen gewartet, hat es für 0,29 verkauft und so weiter. Ja, also das kann man wirklich jederzeit nachvollziehen. Und das ist eben die Blockchain. Jetzt speziell bei dem Bored Ape Yacht Clubs kann man hier sehen, was für eine Wahrscheinlichkeit, welche Designs wie aussehen. Das ist natürlich Kunst- und Designsache, ist es aber nicht unbedingt wichtig. Das ist halt einfach nur zum Fun Fact und wenn man halt wissen will, was man hat. Wenn ich mir jetzt dieses Token kaufen will, dann zahle ich nicht den Preis von $263.497, sondern habe leider noch Gebühren. Und das ist leider noch wegen der Ethereum-Blockchain, beziehungsweise den Gas-Fees. Ethereum ist leider noch nicht so weit gebildet, dass sie die Gas-Fees optimieren können. Bald kommt aber Ethereum 2.0 und da wird es dann hoffentlich anders aussehen. Wenn ihr jetzt aber denkt, okay, ich kaufe mir jetzt das Bild, aber dann habe ich ja trotzdem nicht viel von, sondern einfach nur den Besitz, dass ich was Einzigartiges habe, weil das Bild ist jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Und das stimmt auch, das ist halt ein Sammelwert. Keinen großen Unterschied gibt es auch zu besonderen, uniken Sneakern, beispielsweise Nike Air Jordan 1S. Das sind die einzigen Sneaker, die von Michael Jordan höchstpersönlich getragen wurden und die gingen von einem Wert über $560.000 überm Tisch. Der Besitzer wird diese Schuhe natürlich nicht tragen, sondern wird es irgendwo auflagern, wo es sicher ist, weil es halt eben einen Sammelwert hat und keinen großen Nutzen hat. Das ist einfach nur zum Flexen, ein Statussymbol quasi. Und genauso ist es eben mit den NFTs. Diese Bilder haben keinen Nutzen, sondern sind einfach ein Statussymbol. Was aber einen Nutzen hat, ist zum Beispiel das Projekt von The Sandbox. Sandbox ist ein Crypto-Game, ein 3D-Spiel, die schon in Richtung Metaverse gehen. Und in diesem Metaverse kann man sich Land kaufen. Das kann man sich so vorstellen, einige von euch kennen bestimmt noch Pixel Space. Hier kann man sich alle 5 Minuten
ein Plot claimen mit einer beliebigen Farbe. Und das gleiche Prinzip hat eben Sandbox, nur dass man für jeden Plot nicht warten muss, sondern einen Wert investiert und dann beziehungsweise diesen Spot im Game besitzt. Es gibt insgesamt 166.000 einziges Land, was man sich holen kann, was auch als NFT bezeichnet wird, weil es halt auch eben einzigartig ist. Unter anderem haben Firmen wie Adidas, Binance, Atari, sogar Shaun the Sharp und die Schlümpfe Land geclaimed. Und so sieht das Ganze eben aus. Ich persönlich bin sehr überzeugt von Sandbox. Das Spiel wird noch in naher Zukunft sehr relevant sein. Ja, das ganze Thema um den Metaverse, da werden die auf jeden Fall ganz weit vorne stehen. Der CEO von Facebook, aka Meta, Mark Zuckerberg, hat sich hier schon vor einigen Monaten über Meta geäußert. Er will auf jeden Fall mehr bzw. anfangen, ins Metaverse reinzugehen. Das war halt ein ganz wichtiger Schritt. Ob man es jetzt positiv oder negativ sieht, kann jeder für sich bestimmen. Aber Metaverse wird auf jeden Fall in Zukunft kommen. Wie genau, ob mit VR-Brillen oder ob es ein normales Spiel wird oder wie auch immer, werden wir in naher Zukunft schon sehen. Aber das wird auf jeden Fall in Zukunft auf uns zukommen. Wer noch nicht weiß, was ein Metaverse ist: Das Metaverse ist ein kollektiver virtueller Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch persistenten virtuellen Raum entsteht. Rein theoretisch ist Fortnite schon ein Meta-Universum mit Skins, die als NFTs so gesehen gelten, die ja natürlich nicht offiziell gelistet sind, aber nur in der Theorie, mit Live-Events und so weiter. Und da ist meiner Meinung nach auch Sandbox, wie gesagt, mit schon im Game, bevor das überhaupt released wurde von Meta jetzt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von NFTs hält. Findet ihr das useful? Findet ihr das trash? Oder was auch immer. Ich muss sagen, die Bilder sind halt auch wirklich useless. Aber das ist halt einfach nur zum Statussymbol und zum Geldtraden. Die Sneaker werden ja auch zum Beispiel resellt. Und das machen auch viele mit diesen NFTs, mit diesen Apes oder was auch immer. Nur aufpassen, nicht alle gelisteten NFT-Projekte sind wirklich oder haben einen Sinn bzw. ein Projekt hinter, sondern viele sind auch einfach da, um abzuzocken, falls ihr euch wirklich mal plant, was zu kaufen. Informiert euch vorher, seid vorsichtig und ich persönlich würde sowieso nur Bilder kaufen, die ich auf jeden Fall auch resellen kann. Weil wenn ich mir ein Bild kaufe, dann, ja, ein Statussymbol bringt mir halt auch nichts so. Wie ihr aber NFTs mit Gewinn resellen könnt, zeige ich euch in diesem Video oben in der Infobox. Snoop Dogg war auch einer der ersten, der in das Metaverse bzw. Sandgame Spiel eingedrungen ist. So sieht es ganz aus, das ist sein Charakter und rechts eben das Spiel. Einfach abwarten, was in naher Zukunft auf uns zukommt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickeln wird. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt, was ihr über Sandbox haltet und welche potenziellen Sachen ihr in Zukunft erwarten würdet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut's rein und see ya!